Wer ist das? Was macht es? Verbrennt ein Tier? Eine Kuh. Zwei Kühe. Okay. Du hast John getötet. Ich bin so froh. Und du hast zwei Tür getötet. Tür geköket? Ja, das war mit Willis hier, oder? Aber erst einmal, hallo und willkommen zurück bei Far Cry 5. Du hast echt einen coolen Wagen, das ist jetzt meiner. Tschüss. Hier ganz entsetzt sein Kanister. Er fallen lässt. Oh, was schwebt denn da? Ein Molokow-Cocktail. Was ist denn gerade los? Kann der Wagen auch bergauf fahren? Auf den ersten Metern ja. Boah, der hat ja richtig Zug im Kessel. Eieieiei. Der geht richtig ab. Oh, so ein Zwinkerauto. Mit Lichtern, die sich ausfahren lassen. Kennt man vom Mazda oder auch vom. Von den älteren Ferrari. Cool. Hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Bremse lösen geht's noch. Ja, das ist das Ding, wo wir mit Willis waren. Wird hier sowas sein? Ja, zu unserer Linken. Das dicke Ding da. Prepper-Verstecke sind aber immer mit einem kleinen Hindernis verbunden. Wer schwätzt da? Howdy. Hi. Da geht mir das Herz auf, wenn Eden's Gate so. Hier die Schwester von der Schwester von der Schwester. Ich weigerte mich, Eden's Gate mein Haus zu geben. Also haben sie es niedergebrannt. Und mein Mann war drin eingesperrt. Deshalb bin ich hier. Jetzt bringst du um. Wo immer du auch hin willst. Ich wünsche dir Glück. Ah, du gehst mir nicht hinterher. Wenn dir die Kugeln ausgehen, womöglich eher im Keller, oder? Weil hier oben ist ja Witz. Was? Das war's zum Lesen drin. Prepper Notiz, Mr. Stinkland. Alles ist aufgebaut. Mr. Stinkland. Strickland, Entschuldigung. Alles ist aufgebaut. Wenn die Sekte ihre Farm angreift, sagen sie Bescheid und ich nehme die Seilrutsche ganz bis runter zum Versteck und helfe ihnen aus. Wir müssen einander den Rücken frei halten. Okay. Prepper Versteck. Seilrutsche runter und wir helfen aus. Also da. Ist da so ein Zwischenstopp dabei? Sieht echt cool aus. Gibt es diesen einen Weg nach unten. Hier war mal Munition. Ist mir mal um die Ohren geflogen. Da. Die Kiste. Was wird denn hier Feines gekocht? Holz. Karten, aber keine zum Einsammeln. Na, das Ding hält was aus, oder? Hat eine extra Verstärkung. Gut, dann gehen wir runter. Das sieht cool aus, wie das da so zwischen den Bäumen lang so flutscht. Mit Zwischenplattform kühler. Ja. Cooler wäre es, wenn man direkt. Aufgepasst, ihr kleinen Vögel. Wenn man wirklich komplett in einem Rutsch runterrutscht. Das wäre richtig cool. Hier gibt es Munition. Eine Schlange, weg hier. So zum Beispiel. Das ist cool. Mit Überhupf da hinten. Ein Quad. Und ein Bär. Was ist denn hier los? Hätte ich das jetzt nicht geschafft, hätte ich nochmal rangemusst. Oh Gott, das ist ja so ein Kletterpark. Oder man geht halt einfach. Das Seil runter. Am Boden entlang. Aber das wäre nicht so cool wie das. Oh Gott, jetzt werden wir geschnetzelt. Hat jemand gehäschelt? Das ist ein verdammt cooles Prepper-Versteck. Und so viel Geld.
Seife, da ist Punkte. Wurfmesser voll. Ja, könnte ich auch mal wieder mehr benutzen. Ein LMG. Eine LMG-Munition. Schusssichere Weste auch voll. Das war cool. Man kommt ja bloß nicht mehr so einfach hoch. Also einfach hochhüpfen ist nicht. Toll. Oh, Büffel oder wie? Nee, ne Muku. Die haben hier geräuchert. Flammenwerfermann, stirb! Du sollst doch sterben. Ah, am Tank vorbei. Ich glaube schon wieder minimal. Okay, ich mach's Bums. Nee? Bleib ja schön da. Ah. Sich ausbreitendes Feuer, das ist echt fies. Oh. Es geht ja was kaputt. Wie können wir löschen? Feuer bekämpft man doch mit Feuer, oder? Da ist ein Rucksack. Bestimmt voll. Nee, noch nicht. Geld, der Rest war voll. Stinker? Nicht ganz. Kommt aber auf selbe hinaus. Oh, ich habe noch gar nicht richtig angeguckt. Ah. Kann ich den Wasserturm umschubsen? Ich glaube, die Farm ist im Eimer. Hallo, nehmen Sie uns mit? Wie ruhig das hier geworden ist, wenn man die Region befreit hat, oder? Gibt zwar noch so ein paar, aber überwiegend... voll ruhig. Ich hoffe, da ist kein Hund mehr drin. Der hat gerade was gebellt. Wie fahren sie denn? Oh, jetzt kommt ein Bär an. Und haut ihn vom Quad. Er fährt aber auch nicht weg. Jetzt rennt er dem Truck schon hinterher. Nee, macht er nicht. Er ist schon wieder wogegen gefahren. Jetzt brennt er, oder wie? Müssen wir uns mal angucken. Oh, er hat sich wirklich verbrannt. Aua, ich bin hier oben, lass das. Böser Junge. Lass das, geh Pilze sammeln oder so. Was ist denn hier schon wieder? Hier geht's zu. Ich glaube, der ist da runtergerannt. Was ist das denn? Ach, eine Werbetafel. Ich dachte schon, hey, hier steht eine Leiter mitten in der Landschaft. Was ist denn da verkehrt? Ha, wieder kein Fahrzeug. Das tolle Autochen steht hinten. Na halt. Da ganz hinten auf der anderen Seite des Hügels. Gib mal her. Du hast besser einen wirklich guten Grund dafür. Hab ich immer. Was macht man jetzt? Prepper-Versteck. Abgehakt. Oh, Außenposten direkt rechts von uns. Was ist denn eigentlich in der Region noch zu tun? Oh Gott, Aufträge, noch so viele, noch 18. Na, beim Außenposten sind noch ein paar. Vielleicht zwei, die wir annehmen können, dann unterwegs halt bei all den Leuten. Zerstörtes Eigentum, 12 von 14. Prepper-Versteck, hätten wir noch eins... Das hätte es auch noch? Womöglich, ja. Na gut. Ich kündige mich schon mal an. Oh, passe ich nicht durch. Uiuiui. Jetzt rutscht er wieder über die vier Räder. Ich glaube, bevor ich da unten komplett reinbretter, ich könnte auch C4 dran packen und das dann reinrollen lassen. Ich steige aber lieber erstmal. Ist echt verdammt angenehm, ohne Flieger hier voranzukommen. Ohne Flieger, die uns nerven wollen.
Da hinten ist Feuerwerk. Kaum noch Peggys unterwegs. Naja, so stellt man sich das auch vor, wenn man die Region praktisch befreit hat. Ein paar Ausläufe gibt's immer. Den Wagen kenne ich doch. Ach, der Klatsch wieder. Stimmt ja. Machen wir jetzt aber nicht. Ein Blockhaus, cool. Das ist der Außenposten. Jawohl, ey, cool. Wie heißt denn der Sektenaußenposten nochmal? Copperhead Bahngelände. Eden's Gate entfernt das Metall von alten Zügen, um damit ihre Bunker zu verstärken. Die machen Sachen. Vielleicht werde ich diesmal wieder einen Alarm deaktivieren. Mal gucken. Ach, Musik, komm schon. Das nervt doch. So toll ich die Musik finde, aber es nervt, wenn ich mich hier reinschleiche und dann kommt die Musik auf. Das ist auch so verdammt laut. Ich brauche eigentlich eine erhöhte Position, um kurz mal reinzukommen. Hier wird schon rumgeballert und deswegen kommt die Musik. Stinkt's ja auch noch. Gott, ein Raketenwerfermann auf dem Dach oder wie? Was machen die Deppen hier? Wer hätten die Blauen hierher gerufen? Da oben steht auf jeden Fall einer auf dem Dach. Der bringt seine Kollegen um. Praktisch, haben wir weniger zu tun. War, glaube ich, zu hoch. Macht aber auch keine Anstalten, sich wegzubewegen. Offenbar habe ich ihn wieder nicht getroffen. Zählt nicht, ich gehe nochmal zurück und komme dann wieder. Ich will den Außenposten unentdeckt einnehmen. Mission immer noch in der Nähe. Wenn diese Schrift weggeht, dann sind wir außerhalb. Gegner hat Verstärkung gerufen. So nicht, meine Freunde. Die ihr gar nicht seid. Hey. Gut, wir haben ja noch mindestens 2 Missionen offen. Wenn ich gerade nochmal an diese Ansicht, an die Übersicht da denke, wie viele Aufträge wir noch haben. Bei der letzten Farm haben wir 2 eingesammelt, noch nicht gemacht. So, wenn ich jetzt wieder reingehe, dürfte es wieder zurückgesetzt sein, oder? Das Außenpöstchen. Krass, wie hoch man springen kann, oder? Über so einen ganzen Busch. Was ist denn hier los? Ach, sind das die Leute, die wir schon mal getroffen haben hier oben? Oder war das schon woanders? Was? Ah, ja, Adler, die gibt's ja wirklich noch. Kackviecher. Hä? Der hat doch C4? Ach nee, da zielt jemand drauf. Ich dachte schon, der hat C4 oder so dabei. Also entweder habe ich den jetzt getroffen oder es war ein Sturzflug. Ich glaube, das war ein Sturzflug auf den Lasermann. Komm du nochmal her. Also bei Far Cry 5 gibt es auch noch die Adler. Ich hätte gedacht, die wurden wirklich abgelöst. Aber nein. Jetzt gibt es keine Peggys mehr, jetzt gibt es diese Kackadler. Wieder. Adler, Falken. Je nachdem. Einerlei. So, aber eigentlich wollte ich den Außenposten machen. Boah, es fliegt denn hier schon wieder? Ist schon wieder Action im Lande. Wo muss ich denn eigentlich nochmal genau lang? Das müsste. Ah, hier genau. Halb links habe ich mir schon gedacht. Fliegt wieder was runter. Oh Mann, lass die doch beim Außenposten. Dann sind die aufgescheucht, dann treffe ich die schlechter. Hat auch seine Nachteile, wenn hier haufenweise Verbündete in der Region umherstreifen. Kommt die Musik wieder. Noch wurde ich ja nicht entdeckt. Hat die nicht gejuckt. Insofern kann es mir eigentlich doch relativ egal sein, wenn die hier herumschwirren. Da oben wäre Deckung. Verdammt gut erhöhte Position. Lebt der Typ noch?
Offenbar nicht mehr. Nö. Darf ich jetzt ungesehen hoch? Hauptsache, die schießen keine Bombe auf uns. Puh, das war knapp. Schon geschafft. Unentdeckt. Diese Mausempfindlichkeit. Heftig. Das ging ja einfach. Zum Glück zählen wir nicht als Gemeinschaft. Unentdeckt. Auto mit Geschütz und Kohle bekommen. Eden Skate hat den Stahl der Schienen zur Verstärkung der Bunker eingesetzt. Gar keine so schlechte Idee, oder? Vielleicht sollten wir uns das ansehen. Danke nochmal, Deputy. Mit dem Bahngelände sind wir einen Schritt näher dran, unsere Heimat von dieser Sekte zu befreien. Ich brauche Nebenmission. Eden Skate hat uns an einem Tiefpunkt erwischt. Wir müssen aufeinander aufpassen, damit so etwas nicht noch einmal passiert. Coole Nebenmission. Hey, Schwester von der Schwester von der Schwester. Es ist höchste Zeit, die Füße hochzulegen und das Wort Kult nie wieder zu hören. Edens Geld kann mich mal kreuzweise. Na dann. Ich habe hier einen Katalog für dich. Schrotflintenmädchen. So eine Einheimische nervt die Kuga ständig, dass wir ihre Sachen von der Sekte zurückholen sollen. Wir können zurzeit niemanden entbehren. Aber wenn du in der Gegend bist, könntest du ja mal zu ihr gehen. Ja, na klar. Nadine Abercrombie. Wie bei einem Schneeballsystem. Aber Joseph ist nicht so. Was macht dich daran denn fertig? Gibt's hier noch irgendwo eine Notiz? Hey, wer war das? Nur wir dürfen Rabatz machen. Bist du hier hoch? Hast du was runtergehauen? Ich war gezeichnet, aber John hat mich nicht gekriegt. Die Stimme kommt mir auch verdammt bekannt vor. Ich frage mich gerade wieder aus Kingdom Come Deliverance. Keine schusssichere Weste. Ich hab gerettet. Kriege ich jetzt noch eine extra Nebenmission? Offenbar nein. Wo sind die Musik hier eigentlich? Zwei Vorteilspunkte. Und jetzt musst du dir Joseph holen. Edens Geld kann mich mal kreuzweise. Dich also auch. Beute verkaufen. Wolfshaut. 340 einfach mal so schnell verdient. An einer einfachen Wolfshaut. Echt krass. Wenn das im echten Leben so geht, dann musst du doch erstmal einen Wolf finden und dann auch klein bekommen. Und nicht großartig beschädigen. Na komm, wegen der Pfeile. Ich hab Bedenken, dass ich die nicht einsammle. Und Pfeile brauche ich. Gegenstände, vielleicht eine Weste, aber ja. Man könnte auch 5 Medkits tragen, wenn ich mal ein paar Vorteilspunkte ausgebe. Ein Prepper-Versteck, genau, das war noch hier unten. Die Nadine. Dann gehe ich auf den Dreckweg nach links rum über die geteerte Straße. Welchen Dreckweg nochmal? Ich gehe einfach in die Richtung. Hier kehrt langsam wieder Normalität ein. Ich danke dir. Oh, wo hänge ich denn? Pflanze, lass das. Oh oh, da sind sogar 2 in der Luft. Das ist vielleicht nicht gut. Von daher verstecke ich mich mal unterm Baum. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ohne die, die uns angreifen. Ah. Ah, okay. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.